Leute, herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Da hat irgendwas eine Falle ausgelöst. Anscheinend eine Ratte. Ja, das sind noch mehr Ratten, nicht nur eine. Ja gut, es ist ja auch eine Kanalisation, von dem her ist es eigentlich logisch, dass hier Ratten sind. Warum treffe ich denn nichts? Ui. Da backt die Physik sogar richtig rum. Und schlottert es meterweit durch die Luft. Sieht doch interessant aus, überall Gebeine. Lecker, lecker, lecker. Und da backt die Physik rum, wie schon gesagt. Okay, wir sind hier unter Goldenglanz. Ich habe in der letzten Folge krampfhaft versucht, die Abwasserkanäle zu finden. Und es ist wirklich nur so ein kleiner Stopsel, den du so nicht siehst vom Ufer aus. Das hat mir vielleicht gestunken. Ups. Ah, ich habe nicht wirklich viele Dietriche. Wo ist denn jetzt hier der Scheitelpunkt? Ah, hier. Jetzt dachte ich, das sind die Überreste eines toten Pferdes. Taschendiebstahl verbessert auf 17. Das ist gut. Ich lasse das Buch mal hier. Die Dinger lese ich ja sowieso nicht. Und hier haben wir noch eine Truhe. Mit dem einfachsten Schloss ever. Gold, Fackel und zwei Tränke. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Ich stecke das Schwert mal weg. Das könnte ich alles anzünden. Falls ich das brauchen würde. Ist das jetzt eine Ratte oder ist das keine? Man sieht das so schlecht. Ja, es war eine. Es war ein Rättchen. Und das ist auch ein Rättchen. Ah! Ups, ich glaube, das war ich mit meiner Fackel. Holla die Walfi, das könnte warm werden. Jetzt wäre ein Eisbell ganz praktisch. Hätte ich das im Vorfeld gewusst, dass hier haufenweise Ratten stehen auf diesem Öl? Dann hätte ich da schon eher Feuer gelegt. Ziemlich feucht hier unten. Hier geht eine Leiter nach oben. Ich glaube, ich bin da schon am Ziel, oder? Optional betritt Goldenglanz durch die Kanalisation. Das würde bedeuten, ich bin jetzt wieder an der Oberfläche oder im Haus. Eins von beiden. Das sind 100 Pro haufenweise Wachen. Ich bin genau auf der anderen Seite von Goldenglanz. Da hätte ich so auch rüberlaufen können, ganz ehrlich. Muss ich nicht ins Haus? Muss ich da nicht die Dinger anzünden? Da war doch irgendwo was. Ja, lass mich durch. Kann ich nicht, bin ich wieder zu dick dafür oder was? Dann mache ich es so. Ich muss doch da in dieses Haus oder in dieses Anwesen. Lass mich mal nachgucken. Mein erster Auftrag als Mitglied der Diebesgilde hat mit einer Honigmanufaktur vor den Toren Riftens zu tun. Gut Goldenglanz. Soll ich meine bla 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 bla. Drei Bienenstöcke in Brand setzen und den Tresor leer räumen. Das sind meine Aufgaben. Ich denke mal, der Tresor befindet sich im Haus. Dann müssten die Bienenstöcke ja vor dem Haus sein, oder? Sehe ich das richtig? Die Frage ist nur, wo? Jetzt bin ich wieder hinter dem Haus. Oh. Wo sind hier denn Bienenstöcke? Bienenstöcke, Bienenstöcke. Sollten wir vielleicht erstmal... Da vorne geht einer. Ach, da oben sind Bienenstöcke. Haha. Gut, dass ich ein Adlerauge habe für solche Dinge. Ich hoffe, ich kann da ganz normal Feuer legen. So schnipp. Oh oh. Wie konnte mich der im Gras bitte sehen?
sehe schon, der Schleichansatz in diesem Spiel ist nicht sehr, sehr gut gelungen. Braucht man echt eine bessere Einhandwaffe oder ein besseres Schwert oder sowas. Das ist ja übel, hä? Das war knapp. Okay, ich will doch nur diese Bienenstöcke. Sind das Bienenstöcke? Ich kann hier aber nichts machen. Ah, so geht das. Ja, das wären alle. Ups, meine Tarnung ist aufgeflogen. Nicht, dass ich schon jemals eine gute Tarnung hatte, aber hey. So viel zur Bienerei. Oder Imkerei, wie man es nennt. Bienerei. Lol. Okay. Ich mache mich hier mal vom Acker. Einfach, weil ich es kann. Aber, wenn ich schon dabei bin, friss! Zieht ihn aber nicht wirklich viel ab, kann das sein? Hast du eine Ahnung? Ich bin der weltgrößte Zauberer. Ich hätte einen Zauberer spielen sollen von Haus aus schon. Das macht mordsmäßig viel Spaß mit den Zaubern. Yay! Okay, das wird so nix. Ach, da kommt noch ein dritter. Nee, 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 das ist mir zu viel. Warum bin ich eine Schande für meinesgleichen? Ich weiß doch gar nicht, was meinesgleichen alles kann. Hey! Gut, dass die Wasserschwäche sind. Macht's mir um einiges einfacher. Na Jungs, wie sieht's aus? Kommt ihr mitbaden oder nicht? Das Wasser ist so herrlich heute. Ne, die sind zu dämlich, um da runter zu springen anscheinend. Okay, das heißt... Du hast doch schon gegen schlechtere Gegner als mich verloren, glaube ich, hä? Ja, ja. Kenne ich. Sowas kenne ich. Große Klappe und nichts dahinter. Ah, nee, das ist zu stark. So, wie komme ich jetzt in das Häuschen? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Jetzt kann euch niemand mehr retten. Ah, das läuft wieder so auf Nahkampf hier raus. Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich auch meine gute Sonntagsrüstung an. Jetzt zeig mal, was du kannst. Nicht viel anscheinend. Mach ich dich noch, weil du hast die schlechte Rüstung. Jetzt sollte ich mich mal ganz kurz zurückziehen, um zu heilen. Habe ich keine Ork-Handschuhe? Doch, Warchief. Wusste ich's doch. Jetzt sind wir davon ausgehend, dass ich nicht könnte, hey. Das ist so der Hammer. Was ist mit der Kamera los? Wer ist jetzt der Verwundete? Ja. Na komm. Und das ist diese Nahkampfsteuerung nicht so hakelig während dem Spiel. Ganz leicht gemacht. Ich bekomme mich nicht mal zu zweit down. War zwar jetzt nicht so ganz im Sinn der Diebeskill, was ich hier gemacht habe, aber hey. Wenn es nicht anders geht, dann mache ich es eben so. Und keiner hat den Schlüssel dabei für die Vordertür. Da muss ich da irgendwie anders rein. Wie gehe ich da am besten vor? Ach, die Vordertür ist sogar offen. Hätte ich ja da ganz einfach reinschleichen können, oder? Hätte ich mir das alles sparen können, ja gut. Beschaffe den Schlüssel zu Arigoths Tresor.
Das Leben vom Uriel Septim dem Siebten, das interessiert mich eigentlich wenig. Eisenpanzer interessiert mich auch nicht. Du hast eine verschlossene Tür. Und da bricht sofort der Dietrich ab. Lächerlich. Öffne dich, öffne dich. Schatulle. Knoblauch, Käse. Ich brauche bald wieder neue Dietriche. Aber das sind Mangelware in dem Spiel, das weiß ich. 211 Gold, ja, ja. Eisenaxt, Laterne, Laterne. Bringt mir alles nichts. Außer ich könnte die Laterne benutzen als Fackel, aber ich glaube, das geht gar nicht. So, haben wir hier Krug. Was will ich denn mit einem Krug? Wo ist der Schlüssel? Die Türen sind alle versperrt, so wie das aussieht. Oh, da kommt jemand. Habt ihr etwas gehört? Was? Tu mir nix. Jetzt haben mich die wieder alle gehört. Es liegt vielleicht an der klimpernden Eisenrüstung. Da geht's zum zweiten Flur. Und ich gehe mal davon aus, dass ich hier schon den Schlüssel brauche, oder? Ich sehe Gold auf dem Tisch. Ah, ich dachte, das sind Heiltränke, Emas. So kann man sich täuschen. Wenn ich wenigstens irgendwo eine Geräuschanzeige hätte, dass ich weiß, ich mache so und so viel. Was war das? Doch niemand hier. Da steht doch jemand, oder? Das Anwesen ist so dermaßen groß. Da steht er. Sieht mich der nicht, oder was? Ja, jetzt hat er mich gesehen. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Warum bin ich immer noch in der Hocke? Ja, Schleichen ist nicht so der beste Weg. Ich glaube, richtig schön drauf und geht am besten in dem Spiel. Hier drüben. Ach Gott, die halten alle so viel aus. Ihr habt keine Chance. Ich will doch nur den Schlüssel und den blöden Tresor. Mehr will ich doch gar nicht. Ich werde euch stücken sehen. Wie lächerlich das schon wieder ist. Ja, komm. Da. In meinem Feuerspell hat man gar keinen Schaden mehr. Geben ist nicht. Wenn, dann mache ich dich ganz tot. Und das ist auch gut so. So. Endlich ein bisschen Ruhe. Das ist so eine der Missionen, die weniger Fun machen, da bin ich ganz ehrlich. Und keiner hat einen Schlüssel dabei. Ich gehe jetzt da einfach weiter so wildmordend voran, weil macht eh keinen Unterschied. Hier ist überhaupt nichts. Du bekommst ja nicht mal einen Anhaltspunkt, wo du überhaupt suchen musst nach dem Schlüssel. Ja, der kann ja überall sein. Der kann irgendein Typ dabei haben, der kann irgendwo versteckt sein.
Weißt du vorher nicht, das ist schon irgendwie blöd. Goldbeutel. Gold, Gold. Wo könnte sich denn hier ein Tresor befinden? Wenn ich ein Tresor wäre, wo wäre ich dann? Wahrscheinlich irgendwo im letzten Winkel dieses Hauses. Aber ist nirgendwo ein Tresor. Was haben wir denn hier? Biene im Glas, die nehme ich mal mit. Wertloses Bündner. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Maven oder Mercer mich damit davonkommen lassen würden. Aber ich hatte kaum eine Wahl. Mit was davonkommen, bitte? Zahl du deine Schulden, mein Freund. Wertlose Söldner. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Maven oder Mercer mich damit davonkommen lassen würden. Aber ich hatte kaum eine Wahl. Ich verlange nur den Schlüssel zu eurer Schatzkammer. Das kann ich nicht tun. Sonst könnte ich mir genauso gut gleich die Kehle durchschneiden. Dann tu das. Warum seid ihr euch sicher, dass ich es nicht tun werde? Hm? Das glaube ich nicht. Das ist nicht eure Art. Du kennst mich doch gar nicht. Vergesst es, ich werde es einfach selbst abmachen. Nein, ich lasse euch nicht all das ruinieren, wofür ich so hart gearbeitet habe. Ist da jemand? Ja, ist da jemand? Ich stehe vor dir. Ich dachte, ich darf den Kerl nicht töten, oder? Ja, ja, was soll's, komm. Ich töte dich mit der Fackel in der Hand. Oh, der ist mir reingelaufen, ich kann nichts dafür. Eisenpfeil, Elfenbogen. Elfenpfeile, feine Kleidung, Gold. Ach, das ist im Keller. Und der Tresorschlüssel. Doch, jetzt Tresor ist irgendwo oben. Habe ich schon wieder ein Level Up. Und nochmal ein bisschen Gold. Tja, mein Freund. So schnell ist man aus dem Geschäftsleben ausgeschieden. Das geht richtig fix. Gut, dann muss ich anscheinend doch in den Keller. Wobei das mit dem Schlüssel auch irgendwie logisch ist, weil früher hatten die Leute das Zeug immer am Körper. Hi und tschüss. Ich gehe einfach durch die nächste Tür, das passt schon. Ah, die laufen ja mit, das habe ich ganz vergessen. Oh cool, ich kann mit der Fackel zuschlagen. Oh, das ist weniger cool. Das sind 5 Leute. Euer Herr, Meister ist tot. Geht weg. Das geht nicht gut aus. Genau dafür wurde ich ausgebildet. Ich werde euch töten. Warum macht keiner meiner Angriffe Schaden? Guckt euch an, der nimmt keinen Schaden. Ist doch ein Witz. Wir haben alles nachgespawnt. Gott, das ist so billig. Ja, 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 ich bin niemand. Bla, bla, bla. Jetzt will man 100-mal dieselben Sätze sagen. Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Ihr wollt für den Schluss hören. Oh, puh, das ist die Speisekammer. Was sollst du da noch tun, bitte? Wenn nix Schaden nimmt. Die linke Maustaste spammen, bis irgendwas umfällt. Ich habe auch noch nirgendwo eine bessere Waffe gefunden bisher. Kann ich die Leute eigentlich alle abhängen? Oder spawnt mir das alles automatisch nach bis in den Keller?
Und auf magische Weise sind sie wieder alle vor mir. Das ist doch ein Witz, oder? Wo seid ihr? Ist ihr schon leicht geblockt? Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Das glaube ich dir auf Anhieb. Ah, Hilfe! Genau das hier! Jetzt ist Schluss. Ja, ist nicht wirklich sehr spannend, was hier abläuft, aber das sieht man wieder, wie undurchdacht Skyrim eigentlich ist. Such nur linke Maus aus und es geht wunderbar. Nicht gerade sehr fordernd. Was willst du von mir? Genau dafür wurde ich ausgebildet. Na, immerhin. Ist das schon alles? Das ist so lächerlich. Oh mein Gott. Ja. Ja. Genug. Ja, so kommt man auch ins Ziel. Ohne viel Herausforderung und sonst was. Hey, der hat den Schlüssel, oder? Hatte der nicht einen Schlüssel? Nee, sah nur so aus. Da fand ich doch Gothic um einiges besser gemacht. Das hatte wenigstens Herausforderung. Ausdauer, Magikarte wäre vielleicht mal nicht schlecht. Sieht's denn mit Zerstörungszauber aus? Doppelter Zerstörungszauber. Durch das doppelte Wirkungs... wird wirkungsvoller, passt. Das heißt, mein Feuerspell und so macht mehr Schaden. Das ist gut. So, wo habe ich jetzt den Tresor? Nicht abbrechen. Und natürlich bricht er ab, das war so klar. Wie schnell der auch bricht, du kannst ja gar nicht mehr richtig reagieren, hä? Orkisches Schwert. Vier Dietriche. Immerhin. Was ist denn Umwandeln? Du bist jetzt kein Erz, das umgewandelt werden kann. Ach, da kann ich Erz umwandeln. Okay. Warum auch nicht? So, Wikinger-Schild. Wo ist denn der blöde Tresor? Hier ist es nicht im Keller. Ich bin im Keller und ich sehe keinen Tresor. Ich sehe echt keinen Tresor, hä? Ach, hier ist noch eine Tür. Gut, dass ich nicht blind bin. Was war das? Nix. Hier war nix. Hoffentlich sind Tierleichen. Weil das hat man so im Keller. Putzen könnte hier auch mal wieder jemand. Hier sind hoffentlich Spinnweben. Oh. Was sehen meine entzündeten Augen? Jetzt gehört ihr mir. Nee, du gehörst mir, mein Sohn. Da friss Feuer. Wenn das einfach nicht stören würde. Nochmal den Kellerschlüssel. Wie viel soll ich noch mit mir rumschleppen? 20 Kellerschlüssel später. Wir sind immer noch an diesem Ort. Gold. Gold ist nie schlecht. Und da ist der Tresor. Wunderbar. Aber liebe Leute, ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich weiß. Eine ziemlich seltsame Folge, glaube ich, trifft es ganz gut. Aber was soll man machen? So machen Krieger das. Die laufen einfach rein und töten einfach alles. Gut. Ich sage immer, stay tuned and so long.